Aber ich kann ihn töten. Vielleicht. Obwohl, nicht ganz, weil ich ja jetzt hier schon Willenskraft verwendet habe. Doch, kann ich. Okay. Dachte, wenn ich jetzt hier beim Gehen schon Willenskraft verwende, kann ich da nicht noch was verwenden. Aber so haben wir schon mal ein weniger. Gleich im ersten Zug. Und das finde ich nicht verkehrt. So, Zug beenden. Du gehst dahin. Haust ihm ordentlich auf die Mütz. Oh, mach mal. Wird schon. So, ja doch, du gehst dahin. Brandschlacke. Ach du Scheiße, ist klein geschrieben. Explodiert auf einem Gebiet von 5 Feldern, 2 Kugeln verbleiben. Das Ziel erleidet Rüstungsschaden von... Kann ich nicht lesen. Stärkeschaden von... Kann ich nicht lesen. Ja. Das klingt super. Wir probieren das mal aus. Gut, hätte jetzt mehr wahrscheinlich gemacht, wenn die Feinde mehr in der Nähe wären. Aber es hat ja auch so funktioniert. Wir ziehen mit dem Wal in die Richtung. Bis hierhin. Und dann mal gucken. Einfach mal Zug beenden. Und hier machen die das. Vielleicht er hier nochmal ein bisschen oben drauf. Er könnte aber auch hier hingehen. Und hier den großen Walwüter eins aufs Maul hauen. Wir gehen auf die Rüstung. Zum Glück hat er relativ viel Leben. So, der hier. Zack. Bams. Nicht immer auf die Kleine. Ach, der ist schon tot. Oh. Habe ich nicht gesehen. Nein. Macht keinen Sinn. Und, oh, Bogenschütze hat halt immer so ein Pech, dass er halt wirklich wenig aushält. Aber was willst du machen? Ist halt Bogenschütze. So, wir stellen uns dahin und hauen auf ihn hier. Gehen auch hier auf die Rüstung. Erstmal. Au. Es tut weh, Mann. Kann ich? Wirbelwind? Bei ihm starten. Mit einer Stärke mehr. Alter, Uhrzeigersinn. Hätte den vielleicht nicht treffen sollen. Weiterhin auf die Rüstung. Rüstung muss down. Die Rüstung muss down. Vorstellen. Schmerzbringer, nee. Wir können den töten. Es kann aber auch jemand anderes mit Wirbelwind. Wir gehen hier auf die Rüstung. Mhm, das ist okay. Wo stellen wir uns denn am besten hin? Ich überlege auch, ob ich mich irgendwo hinstellen kann, dass ich ihn hier attackieren kann. Aber ich glaube, das geht nicht. Stelle ich mich da hin, attackiere ihn hier wieder. Können wir nämlich den umhauen, sobald er dann hier irgendwo ankommt. Oh, das war's mit dem. Ja, war klar. Gut, kannst du Wirbelwind? Du kannst Wirbelwind. Dann... Stell dich da hin. Und dann machen wir einen ordentlichen Wirbelwind. Wieso trifft es ihn nicht? Ich habe keine Ahnung. Achso, weil es vielleicht... Vielleicht sollte ich den Tooltip vernünftig lesen, aber nun gut. Bams. Also eine zweite Runde können wir hier auf jeden Fall diesmal nicht aushalten. Wir hauen den Großen um.
Sieht diesmal nicht so gut aus. Habe ich denn noch? Ja, ich habe noch. Zwei benachbarte Gegner. Beginnt mit dem Ziel im Uhrzeigersinn. Ja, okay. Bams! Double Kill! Und das war's mit Hakon. Gut. Aber wir überstehen auf jeden Fall diese Runde. Aber mehr ist wahrscheinlich nicht drin. Da geht nämlich schon Bogenschützen down. Oder fast. So, der muss erstmal hier ankommen. In der Zeit töten wir ihn hier natürlich. So. Und der wird fast sterben. Der hat ja keine Rüstung mehr. Zack. Drauf da. Ja, ist unnötig. Wir müssen Willenskraft dafür verwenden. Du kannst hier rasten. Du gehst darauf zu. Und tötest ihn. Geht doch. Du nimmst dir einen Moment, um das Schlachtfeld zu begutachten. Der Gegner wird weit zurückgedrängt. Diese Gelegenheit... nein, wir werden uns Rückzug, bevor sie sich neu formulieren. Die Wüter meiden euch und verschwinden in der Ferne. Minus ein Kämpfer, minus vier Wahl. Ist okay. Verletzung 3. Ich hätte ja gerne in die nächste Runde noch gegangen, aber wir haben zu viel Verluste gehabt. Wir müssen ein Lager aufschlagen. Hallo Leute, Lager. Nicht einfach weiterziehen. Einfach mal Lager, ja? Weil wir müssen rasten. Wir müssen sowas von rasten. Noch einen Tag müssen wir rasten, weil wir haben noch zwei Tote. Oder Verletzte. So. Zum Glück haben wir so viel Versorgung. So, dann schauen wir mal bei euch hier. Hat denn schon wieder irgendwer irgendwas? Vielleicht. Ja, da hat jemand was. Ja, ja, bestätigen. So, du bekommst. So was? Und mehr Leben wäre auch nicht verkehrt. Irsa hat leider noch keinen Kill. Na, also ihr KD ist eher schlecht. Na gut, ein Kill hat's, aber naja. So genau wollen wir es mal nicht nehmen. So, und dann verlassen wir wieder. Hervorragende Moral ist auch perfekt. Gut für so einen Krieg. Das Dorf ist noch ein Tagesmarsch entfernt und ihr esst unterwegs. Ein Wal nähert sich. Wir haben schon gesprochen. Es ist Chris. Du entsinnst dich, dass er keine Befehle von dir annehmen wollte. Du hast recht gehandelt. Lass mich zu deiner Wache stoßen und an deiner Seite kämpfen. Stolz liegt in seiner Haltung, Aufrichtung in seinen Augen. Du? Du mich beschützen? Geh mir aus den Augen, du hast einen Versuch. Ja doch, du hast einen Versuch. Du sagst ihm, dass er sich bei Mogre melden soll. Ich sitze nicht in den hinteren Linien herum. Ah, nee. Ich sitze nicht in den hinteren Linien herum. Mach einen Fehler und dir wird der Schädel eingeschlagen. Das macht keinem schlaflose Nächte. Er nickt und geht, um mit Mogre zu sprechen. Ich war vielleicht einfach zu schroff. Ich werde mich später bei ihm entschuldigen. Ich meine, er wollte ja vorher keine Befehle annehmen. Du bist nah genug heran, um die Wüter durch die Gebäude unten rasseln zu hören. Holt sie aus ihren Häusern, schlägt Mokra vor. Schlacken können nicht widerstehen, anzugreifen. Im offenen Feld stehen unsere Chancen besser. In den Kampf gegen sie, in die Sache stinkt, das Dorf umgehen. In den Kampf... Auf in den Kampf! Du schickst deine Schildschläger vor, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Nicht lange, und die Wüter haben sich versammelt und sind bereit zum Angriff.
Das Schlachtfeld ist voller Reihen von Widdern mit gezogenen Waffen. Ein Kampf scheint unausweichlich. Rasch überschlägst du. Wie viele? Es sind offenbar nicht weniger als 480. Also wir haben sie schon stark dezimiert. Dafür, dass es vorher um die 1000 waren. Und 504 und 480 sind immer noch keine 1000, aber naja. Du verfügst über 181 Kämpfer und 454 Wahl. Angriff. Auf in der Schlacht. Die Texte sind ja immer dieselben, muss ich ja nicht immer wieder vorlesen. Doch, das ist okay. Ich habe überlegt, ob ich die Zugreihenfolge bearbeite, aber nö. Ich würde sie gern dahin haben. Stattdessen packe ich ihn hier hin irgendwo. Dahin. Ja. So, Hakon. Shit, ich hätte einen weiter vorgehen müssen, ne? Ach, scheiße. Kann ich nicht zurückmachen? Nein, ne? Was ist das? Ach, das ist das Optionsmenü. Sehe ich jetzt erst. Gut. Du gehst nach oben. Gehst dem Typi hier entgegen. So, und ihr kümmert euch um das hier. Um dieses große kleine Übel. Macht die Rüstung so fest drunter, wie es nur geht. So, mal sehen. Was kann ich davon hier aus töten oder angreifen? Machen wir hier. Zack, zack, flupp. So, das sieht ja für den Anfang schon mal nicht so verkehrt aus. Du gehst zu ihm hin. Attackierst ihn natürlich. Mit voller Wucht auf die Rüstung. So, ja, war klar, dass sie jetzt hier auf sie gehen. Deine Bogenschütze ist so gut wie tot. Es fehlt mir ein Willenskraftpunkt, aber eine Anstrengung in dem Fall, um jetzt hier großartig was machen zu können. Ach, der hat ja keinen Wirbelwind. Na egal. Nichtsdestotrotz. Töten. Töte sie alle. Das hat wehgetan. Zack, zack. Na. So. Auf wen oder was gehst du? Du kannst überall nur 4 Schaden machen. Du kannst aber hier seine Rüstung nochmal reduzieren. Das ist mir jetzt im Moment mehr wert, weil er ist immer heftig. Die Dicken sind immer dick. Die sind voll dick, Mann. Du stellst dich dahin. Schießt. Mit viel Glück. Komm schon, komm schon. Ja, getroffen. Sehr schön. Na gut, der Wal hier ist leider verreckt. Leider. Und es sieht nicht gut aus um ihn. Ich glaube, die kommen alleine klar. Trennender Schlag. Ach komm, probier's du mal aus. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Du stand halt immer nur so, ja, ein. Und da denke ich mir halt immer nur so, ja, so viel macht das jetzt auch nicht. Warum habe ich das nie vorher gemacht? Ich habe keine Ahnung. Passiert, wenn man halt sich nicht traut, irgendwas auszuprobieren. Komm, geh auf die Rüstung. So, okay. Na, Brandflagge mache ich nicht, dann treffe ich mich selbst. Das muss nicht sein. So.
Ey, er hat immer noch zu viel, dass ich ihn hier nicht großartig Schaden machen kann. Das gefällt mir nicht. Aber der ist weg. Du kannst Sammlungen auf ihn machen. Ich möchte hier mal mehr ins Bild, danke. Du machst hier seine Rüstung komplett weg. Und du... Wieso machst du nur ein Damage? Achso, natürlich, weil du so wenig Stärke hast. Ah, ja klar. Wenn die natürlich selbst keine Stärke mehr haben, können sie auch keine Stärke von irgendwo herholen. Macht Sinn. Das ist natürlich die Bogenschützin hier einigermaßen gefährdet. Ja. Aber sie ist eh befördert worden. Also von daher soll man nicht meckern. So, aber jetzt hat er eigentlich keine Chance mehr. Ihn hier setze ich nun mal irgendwo hin, zur Sicherheit. Aber auch hier werden wir keine weitere Runde überstehen wahrscheinlich. Bei den beiden geht es ja noch einigermaßen gut, aber es sind nur zwei Krieger. Gegenüber wahrscheinlich 50, 30 oder sowas, ich weiß nicht. Deswegen, ich möchte das Risiko nicht eingehen. Glaube ich. Oder? Nee. Hatte ja überlegt, aber nö. Nö, 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 nö. So, zwei Leute mit Verletzungen, leider. Oh, was soll's. Was? Die Gegend ist mit Leichen übersät. Als wäre der Schnee selbst rot und schwarz geworden. Du gehst zwischen den Überlebenden hindurch und versuchst, deine Krieger zu überblicken. Schließlich begegnest du Mokre. Das war schwierig, sagt er. Hoffentlich wird es nicht umso schlimmer, je weiter wir kommen. Das hier könnte prophetisch gewesen sein. Du nickst. Sehen wir uns in diesem Dorf mal um. Die Verwundeten werden mitgenommen und ihr geht auf die Überreste des Dorfs zu. Können wir dort vielleicht mal ein Lager aufschlagen? Ja, tatsächlich. Du streifst durch das kleine Dorf, wo die Kakophonie der Schlacht getobt hat. Herrscht jetzt eine seltsame Stille. Die Leichen von Wütern und Dörflern formen einen makaberen Pfad zu den Häusern, die auseinandergerissen wirken, wie nach einem Wirbelsturm. Irsa hält inne. Hörst du das? Flüstert sie. Es klingt wie ein Weinen. Bald entdeckt ihr eine Falltür, die teilweise von einem Teppich verdeckt ist. Oder Blut. Oder Leichen. Falltür öffnen. Eine Frau erstirbt der Schrei in der Kehle, als sie statt eines Wüters einen Wal erblickt. Männer und Frauen drängen sich aneinander. Ein Säugling schreit auf dem Arm der Mutter. Die Leute sind offensichtlich beeindruckt von der Anzahl der Krieger. Was sollen wir jetzt machen? Fragen sie. Geht nach Strand. Wir haben den Weg frei gemacht. Geht nach Strand. Wir geben euch Eskorten mit. Bleibt hier, wenn ihr wollt. Geht nach Strand. Wir haben den Weg frei gemacht. Ne? Volkseisen, Raiffeisenbanken. Kontrolliert von der Wahl. Ich hab's immer gewusst. Sie werfen dir besorgte Blicke zu, packen aber schließlich ihre Sachen. Meinst du, sie schaffen es? Meinst du, sie schaffen es? Zweifelt Mokre. Das weißt du auch nicht, aber der Versuch muss einfach besser sein, als in ein Erdloch zu verhungern. Was, minus 30 Vorräte? Eirik sieht zu. Ich fühle mich fast schuldig deswegen, sagt er. Ich kenne Strand. Wenn sie es schaffen sollten, heile dort anzukommen, reißen die Strander sie in Stücke. Natürlich nicht wörtlich, aber vielleicht doch wörtlich. Ich könnte mit ihnen gehen. Schwache Entschuldigung, um zu Hause zu fliehen, Eirik. Wir brauchen dich hier.
Geh, wenn du willst. Dann tue ich das. Ich konnte ihn eh nicht leiden, sagt er. Er wirft sich sein Bündel über den Rücken und hat die Flüchtlinge bald eingeholt. Jo. Ciao, Erik. War nicht schön mit dir. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum. Aber na gut. Wir gucken mal kurz hier bei den Helden hier vorbei. Wir müssen sowieso ein paar Tage rasten. Wir können ihn hier mitnehmen. Der ist ja immer noch auf seiner Bewährungsprobe. Und die Wahl finde ich immer noch ziemlich dürfte. Ne, muss ich ehrlich gestehen. Ach, Mensch. So kann ich natürlich nicht gucken, ob hier irgendwer eine Beförderung hat. Ihr sagt ja doch eine Beförderung. Er hat eine Beförderung. Für 10 Ansehen. Ja, ist okay. Dann kriegst du auf jeden Fall mehr Stärke. Und dann Irsa, befördern. Werte erhöhen, Gedöns. Passt. So, zack. Zack. Ja. Bersi hat noch nichts. Gunnulf auch nicht. Und Chris sowieso nicht. Gut, dann schauen wir mal auf den Markt vorbei. Auch wegen der Gegenstände hier. Wie viele Gegenstände können wir denn tragen? Derzeit haben wir doch überhaupt keinen Gegenstand. Eine Weibeinnadel. Der Unterschied zwischen einer Rüstung um die Schultern und einer Rüstung auf dem Boden besteht meist in der Nähmethode. Eine Rüstung in Ruhe. Nee. Eisenbänder. Mit ein paar Metallbändern um die Fäuste kann man härter zuschlagen, wenn man den Gegner trifft. Ja, das ist schon eher Sonnenstein. Nicht ablenkbare Angriffe. Nee. Blindriss, das wäre natürlich schön, ne? Nicht ablenken, 10%. Ja, nehmen wir lieber das Ding. Ne? Und vielleicht nochmal ein paar Versorgungen. Wie viel kriegen wir? Oh, nicht wirklich viel. Aber immerhin. Man ist ja zufrieden mit dem, was man kriegen kann. Und ja, wir müssen jetzt hier noch 1-2 Tage ruhen. Wie viel müssen wir? 3 Tage mindestens. Dann machen wir das mal. 1, 2 und 3. Auf der Map befinden wir uns derzeit. Hallo? Wir befinden uns hier. Wir wollen ja nach Schlitt und es ist immer noch ein weiter Weg. Halleluja. Von Wettrefell nach hierher und schon so viel passiert. Wow. Aber nur gut. Wie es dann von hier aus weitergeht, erfahren wir dann erst in der nächsten Folge von The Banner Saga. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.